Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4, denn ich bin das. Wir befinden uns hier auf der Strecke Taranta-Rampe, genauer gesagt am Dresdener Eisenbahnmuseum, an der berühmten Drehscheibe, die ja auch bedienbar ist. Habe ich euch ja schon bei TSB3 gezeigt, dass diese zu bedienen ist. Und heute möchte ich mal mit euch wirklich so eine Schicht beginnen. Wir holen so unseren Zug hier aus dem Schoppen, sozusagen aus dem Lokschoppen heraus, bewegen die Drehscheibe dafür, setzen unser Zug aufs Gleis und dann setzen wir unseren Zug auch unsere Lok auch vor einem Zug und beginnen unsere Reise. Und ich würde sagen, wir machen mal ein schickes Foto von dem Ganzen hier und dann legen wir los. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich würde sagen, wie gesagt, legen wir los. Müssen natürlich hier erstmal die Treppe hoch. Ich habe so ein bisschen den Schoppen gefüllt mit ein paar Loks, die dort abgestellt sind, zweimal 146 und hier 193 vom Sonderzug, die jetzt erstmal ein bisschen Pause hat, wie gesagt, die wird dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt und wir brauchen heute allerdings unsere 101, die hier vorne steht und auf uns wartet und dafür müssen wir natürlich erstmal unsere Drehscheibe in die richtige Richtung bringen. Dafür müssen wir hier natürlich erstmal reingehen, öffne die Türe. Dann können wir uns hier hinsetzen und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier bewegt kriegen. Das erstmal entriegeln und dann können wir, glaube ich, auch uns in die richtige Richtung drehen, hoffe ich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wir sind aber noch längst nicht so weit. Das heißt, noch mal eine Runde weiter. Wunderbar. Wunderbar. Klasse. Das reicht auch noch nicht. Da müssen wir noch ein, zweimal die Drehscheibe bewegen. Dass wir da auch richtig zu unserem Gleis sind. Könnte das schon reichen? Das könnte, glaube ich, reichen. Nein, das reicht noch nicht. Einmal müssen wir noch. Ihr seht das hier. Dieses Gleis, das ist hier noch nicht verbunden. Also müssen wir noch einmal hier den Hebel bewegen. Dann sollte das passen, hoffe ich. Ich glaube, jetzt passt es. Jetzt schließt es ab. Ihr seht es hier. Das heißt, wir können uns hier die wieder verriegeln. Die verriegeln wir wieder. So, damit da kein Mist mit passiert und keiner dran geht. So, dann schließen wir die Tür wieder. Begeben wir uns zu unserer Lok, die wir naturgemäß erstmal aufrüsten müssen. So. Zack. Zugsicherungssysteme und so lassen wir natürlich hier erstmal außen vor. Ich glaube, das versteht sich von selber. So, wir müssen aber zumindest den Strom abnehmen und so weiter heben, damit wir überhaupt hier weiterkommen. So. Störung. Störung. So. Warum fahren wir rückwärts? So, nicht zu schnell werden, um Gottes Willen. Schön hier die Drehscheibe fahren. Wunderbar. Nur nicht zu schnell werden. Das ist ganz tragisch, wenn man zu schnell darüber fährt. So, das sieht doch gut aus. Wunderschön, wunderschön. Na komm, ein Stückchen dürfen wir noch.
So, bin dann schon ganz drauf stehen. So, ich glaube, das dürfte soweit genügen. Sehr schön. So, das heißt, die können wir wieder abrüsten. Weil wir natürlich hier jetzt wieder die Drehscheibe bemühen müssen. So, Bremse anziehen. So. Nein, so. Dann wieder aussteigen. Geht das hier? Ja. Strom immer ist gesenkt worden. Sieht gut aus. Sehr schön. Dann können wir wieder hier reingehen. In so ein kleines Häuschen. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Sollen wir erstmal checken, wo wir die jetzt hindrehen können am besten. Am besten ist da hinten aufs Gleis. Da haben wir Anschluss, genau. Wir müssen nämlich da hinten hin zu unserem Zug. Also auf dieses Gleis müssen wir, damit wir hier rausfahren können. Okay, alles klar. Dann gehen wir hier rein. Setzen uns auf unseren Sitz, entriegeln wieder das System und dann müssen wir, glaube ich, müssen in die andere Richtung, ja? Genau, sehr nice. Ach geil, richtig schön. Richtig schön. Ach geil. So, weiter. Ist das geil. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ach, das ist ein richtig schöner Bahnalltag. So, noch ein Stückchen. So, wie sieht es denn aus? Das ist das Gleis, das müssen wir noch einmal den Hebel rumreißen. Dann sollte das genügen. So, jetzt schließen wir mit dem Gleis ab. Perfekt. Das heißt, wir können das wieder entriegeln. Beziehungsweise verriegeln. Dann gehen wir hier wieder raus. So. Steigen in unsere 101. So. Zack. Die Frage, haben wir überhaupt hier Stromabnehmer? Beziehungsweise Oberleitung, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die große Frage. Wir haben hier nämlich keine Stromabnehmer. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir doch noch eine Schlepplok haben. Die uns hier raushilft, aber das ist ja kein Problem. Setzen wir uns eine 363 davor. Das ist ja alles kein Thema. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht im Blick, dass wir hier oben keine Oberleitung haben. Dann kommen wir natürlich nicht weit, ist klar. Aber das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Setzen wir uns eine 363 davor. Und passt das? So. Auch das ist ja Alltag im Bahngeschäft. So. Setzen wir uns hier hin. Generalschlüssel auf 1. Umschalter. Bremse lösen. Den erstmal rückwärts, überhaupt an die Lok heranfahren kann. Mal sehen, mal die Schwerkraft macht es möglich. Wollt gar nicht aufschalten, das macht die schon von ganz alleine. Wenn auch langsam. Na, ich glaube, ich muss doch ein klein bisschen nachhelfen. Zugbremse braucht man nicht, aber bisschen aufschalten müssen wir schon. So. So. Gut, dann können wir koppeln.
Dann können wir koppeln. So, ist das jetzt gekoppelt oder nicht? Abgekuppelt. Jetzt ist angekoppelt. So. Steigen wir ein. Da müssen wir jetzt natürlich uns gleich eine Route legen. Erstmal hier gehen wir vorwärts. So. Dann hier sind wir. Da. Wir müssen dahin. Da ist unser Zug. Das heißt, wir müssen erstmal hier. Wir kommen jetzt hier rum. Wir kommen wahrscheinlich auf dieses Gleis. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall bis zum Ende fahren, damit wir dann aufs richtige Gleis kommen. Mal bis hier hinten fahren. So, lösen die Bremse. Na komm. Ach. Jetzt, die Bremse war nicht gelöst, deswegen. So, wunderbar. Es funktioniert. Muss ich doch die Bremse festhalten oder wie? Anscheinend. Ah ja, ist das so. Dann halten wir sie halt fest. Wunderbar. Wunderschön. Ein bisschen aufschalten hier. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir müssen bis da hinten, weil wir, wie gesagt, da hinten auf das Gleis müssen. So. Ich hoffe, das funktioniert.
Wir müssen auf, praktisch auf das links auf das Gleis drauf. So, Ziel erfüllt. Wir müssen aber hier auf das Gleis drauf, hier drauf und dann hier. Das heißt, das machen wir am besten, wenn wir weiterfahren. Ja, bis hier hinten hin, dann fahren wir zurück. Und dann kommen wir auf das Nachbargleis. Ja, okay. Gute setzen. Da ist unser Zug. Das ist kein gültiger Ort, das war mir klar. Da, das sollte klappen. Warum haben wir denn jetzt rot? Ach, das nervt doch einfach alles. Vielleicht bestimmt wegen dem hier, dann machen wir den mal schnell weg. Jetzt haben wir nämlich gelb. So, kein Bock drauf zu warten jetzt. Kommen. Das kann doch nicht sein. Gib doch mal. Warum ist sie denn so am Schleudern, ey? Gibt's doch nicht.
gibt's nicht, ey. Das ist echt nicht einfach. Irgendwas ist hier nicht richtig. Vielleicht komme ich ja jetzt auch schon da hinten hin, also zu unserem Zielzug praktisch. Wo ist sie denn da? Ah, es war nicht möglich. Scheiße. Müssen. Aber wir haben ja Oberleitung, da machen wir das anders. Ich habe die Faxen dick mit der Lok. Das fehlt hier irgendwie nichts. Wir haben ja Oberleitung hier. Schafft sie das auch alleine? So, noch Oberleitung hier. Boah, was ist das denn jetzt? Meine Güte, ich habe doch Route gesetzt.
Ich habe langsam echt keine Lust mehr. Echt. Langsam macht es keinen Spaß mehr. Manchmal diese scheiß Bugs. Das geht mir dermaßen auf die Nerven. Dann machen wir es halt anders. Sorry Leute, aber manchmal muss man auch tricksen. Sonst kommt man hier überhaupt nicht weiter in dem Spiel. So, dann setzen wir sie hier hin. Nehmen wir eine andere. Back on track. So. Ist doch verkehrt, nicht dahin. Hierhin. So. So, weiter geht's. Hier mal kurz die Spitzensignale an. Route setzen. Unser Zug ist hier. So. Ach, wir haben ja, ist ja auch keine Oberleitung, oder doch? Warum? Was ist denn jetzt hier kaputt? Nicht vorwärts. Stopp, 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 stopp. Rückwärts. Stopp, stopp, stopp. Nicht zu schnell werden. So, jetzt funktioniert es. Wunderbar, wunderbar. Bisschen können wir noch. Wunderschön. Wunderschön. So, Bremsen sind angelegt. Dann machen wir das Ganze auf neutral. So.
So. So. Da müssen wir jetzt eine Route zum Bahnhof legen. So. Sollte das jetzt hoffentlich funktionieren? Auf jeden Fall Dresden Hauptbahnhof Gleis 3, wenn wir einfahren. Wunderschön, wunderschön. Also so ungefähr soll das dann klappen. Wunderschön. Dann fahren wir schön in den Dresdner Hauptbahnhof ein. Wunderschön, wunderschön. So, schön durchfahren. Auch alle Wagen am Bahnsteig stehen. Ist jetzt gleich der Fall.
das Stück rote Signal ist noch weit genug entfernt. Können wir ruhig noch ein bisschen aufschalten. Ach, da können wir auch gleich schön noch die Lok umsetzen. Wird natürlich in die entgegengesetzte Richtung fahren müssen. So, wir öffnen die Türen und dann müssen wir natürlich, wie gesagt, die Lok hier umsetzen. So, ja. So. So, sorry für die Unterbrechung. Musste da mal eben kurz Pause machen. So, nein. Genau, wir müssen jetzt eben abkoppeln, weil wir müssen ja unsere Lok umsetzen. Genau, wir müssen ja unsere Lok hier umsetzen. Wir haben ja auch einiges an Aufenthalt jetzt. So. Hoffentlich funktioniert das auch, so wie ich das vorhab. So. Jetzt machen wir wieder Stromabnehmer hoch. Zack. So, dann müssen wir uns eine Route legen. Und die braucht jetzt gar nicht so weit sein. Weil wir natürlich, hier sind wir, wir könnten eigentlich hier dieses Gleis nehmen, dann bis hier fahren. Genau. Das sollte passen. Wunderbar. Ist da vorne, wir brauchen ja gar nicht so weit zu fahren. Ach, seht mal. Wir nur auf dieses Gleis hier fahren, dann können wir eigentlich schon wenden. Nur, dass wir eben die Weiche hier freigeben, dass wir die auch stellen können, beziehungsweise. So, das sollte eigentlich schon genügen. Genau, dann können wir die Route entfernen. Da wieder eine neue Route setzen. Dann müssen wir natürlich einmal um unseren Zug herum. Ah, seht mal, da müssen wir eben was entfernen, sonst haben wir nämlich gleich ein Problem, wie ihr seht. Die müssen wir entfernen, genau, damit wir da vorbeikommen. So, dann Route setzen. Bis hier vorne. Bis hierhin. Genau. Dann machen wir das. Ja, es scheint zu funktionieren. Allerdings haben wir immer noch rot. Das ist jetzt weniger schön, da müssen wir uns gleich nochmal mit befassen. Wir haben Rot in 100 Metern, das ist eher scheiße. Mal eben schauen, warum wir da Rot haben. Das ist dieses hier. Eigentlich ist das doch jetzt nicht so schön. Da müssen wir es anders machen. Vielleicht kriegen wir das mit einem Trick hin. Gut setzen, dass wir das erstmal bis hier machen. Nee, ändert sich nicht.
Das ist doch scheiße. Ah, warum haben wir denn da jetzt rot? Weil da bestimmt einer ankommt. Wetten der wegen dem, der da ankommt? Wetten? Schauen wir uns das mal an. Wetten, der ist der Grund. Da wette ich drauf, dass der Grund war. Oder ist. Kriegen einfach kein Grün, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Das kann doch eigentlich. Moment mal. Zugbeeinflussung. Wir speichern das mal ganz kurz. Wo ist denn da ein rotes Signal? Meint ihr das? Oder welches rote Signal meint ihr? Zwergsignal da vorne. Das wird ja mein. Ich hasse es. Da müssen wir es anders machen. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir halt ein bisschen tricksen. Es ist halt leider TSW-Bug. Es ist halt leider so. Aber erst hier die Route entfernen. Sonst haben wir gleich ein Problem. So. So. Sporen uns hier einfach hinter dem Signal. Bisschen flexibel sein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Störung. Störung. So.
Ja, seht ihr? Muss man halt ein bisschen tricksen. Da funktioniert das. Dann fahren wir schön an unserem Zug vorbei und setzen unsere Lok um. Wunderschön, wunderschön. So, wir sollten nicht allzu schnell werden, sind hier immerhin an einem Bahnhof. So, der ist freigegeben. Ihr seht das an den zwei weißen Punkten. Ein bisschen können wir noch. So, immerhin bis auf zu der Weiche da vorne. Aber irgendwo ist hier noch rot. Karte schauen. Sind wir denn jetzt hier? Ich habe kein rotes Signal. Okay, dann können wir fahren. Nicht zu schnell werden. Wir müssen nur auf das Nachbargleis kommen. Mehr will ich ja gar nicht. So, es dürfte eigentlich schon genügen. Puh, das war aber allerletzte Sekunde. So. Gute Sätze. Wir wollen zu unserem Zug. 563 Meter rot, ich glaube, das reicht. So, den nach vorne. Bremse lösen. Wunderbar, wunderschön, es klappt. Nicht zu schnell werden hier. Wunderschön, wunderschön. Ach, seht mal, wie herrlich das klappt. Wunderschön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, wie sieht es jetzt aus? Sind wir dran? Können wir koppeln? Nee. Da muss noch ein Stück. Ja. Jetzt sind wir dran. Sehr schön. Ach geil, geil, geil. So, müssen wir sowieso den Stromabnehmer wechseln, dann können wir den auch direkt runter machen. So, dann steigen wir aus.
ja diesen Führerstand sowieso runterfahren, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja eh einen anderen Führerstand. Dann können wir den auch ausmachen und können wir eigentlich auch alles ausmachen. Zuglichter aus, das aus, das ist aus, genau. Den nehmen wir mit. Bremsen sollten wir vielleicht noch lösen. Das wäre eine Idee. Sonst kommen wir nämlich gleich nicht vorwärts. So. Zack. Die Zugbremse gelöst. Dann können wir aussteigen. So. Können wir hier koppeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Machen wir hier mal die Tür zu. Ja, dann können wir vorne einsteigen. So. Führerstand betreten. Machen hier schon mal die Zugspitzensignale auf. Weiß, das machen wir auch schon mal an. So, dann setzen wir uns hin. Den Richtungswender einstecken. Ich das Ganze auf neutral. Hauptschalter ein. Störung. Das aufsperren. Grenzausfall. Störung. So, schauen wir uns mal an, welchen Stromabnehmer der gehoben hat. Den richtigen, da seht ihr. Perfekt. Wir können uns noch eine Route legen. Währenddessen können da noch einige fahren. Es ist jetzt natürlich das Doofe, dass wir hier die Lok falsch rum haben. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Das ist blöd. Das sieht doof aus. Da müssen wir halt nochmal tricksen. Tut mir leid. Aber das ist scheiße. Warum der das jetzt so hat, weiß ich nicht. Aber das ist blöd. Das will ich nicht. Das ist doof. Wenn, dann soll die auch richtig rum sein. So. Ach, es nervt manchmal. Manchmal ist das wirklich schwierig. Naja, egal. Machen wir es halt nochmal. So, das machen wir jetzt aber mal so. Nein, 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 du sollst den, das ist der falsche Stromabnehmer gehoben. Jetzt hast du den richtigen. Hast den anderen runter. Sehr schön. Gut, dann können wir das auch vorwärts machen. Der Bremsschlüssel ist aufgesperrt. Die Tür machen wir schon mal zu. Wir steigen kurz auf, stehen auf, machen hier das auf weiß, die Zugsicherungssysteme an. So, da müssen wir noch die AFB einstellen. Ach, das ist wichtig. So, dann können wir uns eine Route legen. Jetzt ist die Lok auch richtig rum. Wir fahren ja nicht allzu weit. Das Video geht ja schon ziemlich lang, finde ich. Und wir können bis hierhin. Grün, gut, dann können wir die Türen schließen. Warum macht er das jetzt nicht? Thank you.
Dann müssen wir es halt manuell machen. Ich verstehe es nicht manchmal. Mal öffnet er sie nicht, mal schließt er sie nicht. Ich verstehe es nicht. Gehen wir uns nochmal vergewissern, dass wir alle Türen geschlossen haben. Sieht aber gut aus. Hier ist noch eine offen, warum auch immer. Darum das Vergewissern, das ist sehr, sehr wichtig. Hier sind alle zu. Hier sind alle zu. Gut, dann können wir loslegen. Bremsen lösen. Und auf geht's. Wunderschön, wunderschön. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, 40. Wunderschön. Ach geil, seht mal. Güterzugüberholung. Was ein saugeiles Bild, oder? Der schneller fahren dürfen, dann wohnen wir den. Da machen wir gleich ein Foto von. Da machen wir ein Foto von. Ach geil, 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 geil. Einmal Bildschirmfoto aufnehmen. Ah, das machen wir auf jeden Fall. Wunderschön, wunderschön. Ach geil, ich liebe es.
So, Mission 70. Wird es zu kälter vorne? So, und hier übrigens über irgendwo, da war da hinten da vorne die Drehscheibe. Hier ist sie, da, da ist die Drehscheibe. Das würde mich jetzt mal glatt, ach nein, glatt interessieren, ob unsere Loks da noch drin stehen, die ich da platziert habe. Tatsächlich, die stehen da noch. Wie geil. Ha, da haben wir sie rausgeholt, unsere Lok. Und jetzt sind wir da vorne unterwegs. Das Leben, das ist so geil. Man kann das so schön nachspielen. Das ist so geil. Richtig schön. Hier ist noch mehr. Auch noch ein großer Lok schon. Geil. Richtig schön. Zugegeben, es sind hier und da noch ein paar Stolpersteine. Es funktioniert nicht alles zu 100%. Das liegt aber teilweise auch an TSW, an Bugs oder so weiter oder an den roten Signalen, dass das nicht so 100.000%. Ja, aus irgendeinem Grund hatte die letzte Fahrt von beziehungsweise von Freital bis Tarant nicht aufgenommen. Wir sind auf jeden Fall hier in Tarant angekommen mit unserem EC und ich wollte mich wenigstens von euch vernünftig verabschieden. Deswegen habe ich das jetzt nochmal eben neu gemacht und wie gesagt, bin nochmal eben nach Tarant gegangen und habe das hier nochmal alles bereitgestellt. Also wie gesagt, wir sind hier in Tarant angekommen. Was ich noch sagen wollte, man kann das wirklich so nachstellen, so gut nachsimulieren, den Bahnalltag, und ich finde das einfach wunderschön, dass man das so wunderbar nachsimulieren kann hier. Und ihr habt jetzt gesehen, wie das funktionieren kann, wie man sich so ein richtig schönes Szenario machen kann. Und ja, ich hoffe, ich habe euch da ein wenig Hilfe gegeben und konnte euch da ein wenig an die Hand gehen. Das wäre doch was. Wir haben auf jeden Fall jetzt Feierabend und warten hier auf unseren auf denjenigen, der uns abholt. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Ihr hört mich dann auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Wäre schön, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Es laufen ja noch ein paar andere Projekte auf meinem Kanal, unter anderem Happy Cargo, The Truck Simulator. Dafür habe ich auch schon ein Video gemacht. Dafür gibt es auch, oder davon gibt es dann auch bald mehr, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Habt eine schöne Zeit, bleibt sauber, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer der Dennis spielt das Vorteil. Ciao, Servus und Tschüss!